Irgendwie sind alle Top-Spieler schwach gegen Feuer. Moment, habe ich synchronisiert? Ich mache da immer so. Tipp hier rein und dann. Ruhe bitte. Genau, dann habe ich top synchrones Gameplay auf die Millisekunde, genau. Alle Top-Spieler sind schwach gegen Feuer. Der sogar mit allen drei Pokémon. Aber offenbar klappt es, denn der hat die Top 10 auf der Weltrangliste erreicht. Nämlich Karim. Mit Elfun. Ich glaube, ich träume mit Elfun. Elfun hat mittlerweile auch die Sofortattacke Feenbrise und damit erreicht man die Ladeattacke schneller. Wir haben bemerkt, viele Leute vorne schwach gegen Fee, hinten schwach gegen Fee. Aber, ey, so ein Team könnte ich nicht spielen, aber der erreicht einfach Top 10 damit. Könnte ich nicht spielen, weil man eben... ich hätte eigentlich direkt rausgehen sollen. Weil man eben... Naja, ein Top-Spieler sein muss, weil man eben komplett schwach gegen Feuer ist. Alle drei Pokémon. Und keine Ahnung, ob man das irgendwie machen kann. Vor allem Elfun hat ja nicht mal irgendeine neutrale Attacke oder so. Jo, da hätte ich sofort rausgehen sollen. Ich dachte, ja, Blubber ist die Sofortattacke, aber nein, das ist ja Flügelschlag mittlerweile auch. So, eine Schlammbombe tat weh und... weil ich dir leider eine geschenkt habe, versehentlich. Natürlich nicht mit Absicht. Genau, einfach Top 10 erreicht damit. Das ist schon wild. Bei Registeel habe ich leider nicht komplett ideale PvP-V. Weiß ich nicht, ob man das da dementsprechend erreicht hätte. So, hier können wir Strauchler machen. Velsa, die Typ-Kombi werden wir vermutlich häufiger bald sehen, nämlich mit Morlord und genau. So. Bitte nicht Eroas, bitte Blubstrahl. Egal, du hast nur effektive Attacken. Eisstrahl, Blubstrahl, Eroas, ja. Dann ballern wir hier die Mondgewalt. Wenn man nur eine Attacke schafft, macht die mehr Schaden. Und dann schauen wir mal, was sich hinten drin befindet. Offenbar... und hoffentlich kein Kampf-Pokémon. Okay, wir haben einen Schildvorteil und das ist so komplett ködermäßig. Die eine Attacke effektiv, die andere gegen beide nicht sehr effektiv. Also ein Dreierunterschied oder keine Ahnung, wie man sagen soll. Im okay. Danke dir. Nun kann ich auch komplett schilden. So, im Pokémon-Jargon sagt man eigentlich... beispielsweise Vierfachschwäche, aber in Pokémon Go ist es keine Vierfachschwäche. Und ich schilde einfach nochmal, weil drüben sind auch keine Attacken, die nur irgendwie Schaden verursachen würden, glaube ich. Boah, das war nochmal der Sieb, da hätte ich vielleicht die Energie im Auge behalten sollen. Ich schaffe aber noch drei Attacken, oder? Schaffe ich eventuell noch drei Attacken? Ja genau, da sagt man Vierfachschwäche, weil man da... auch den vierfachen Schaden verursacht. Aber eben hier in Pokémon Go verursacht man nicht den vierfachen Schaden, sondern irgendeinen ganz verrückten Wert. Schaffe ich noch einen? Ja, ich hätte noch den Eishieb geschafft, also Doppel-Eishieb. Da war mehr Glück als Verstand von mir dabei und der Gegner wollte unbedingt den Köder riechen. Und ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gehört, der das so sagt wie ich. Immer beide Typen schwach dagegen und so weiter. Weil, ja, aber Vierfachschwäche... es ist nun mal keine Vierfachschwäche. Ich kann nicht sagen Vierfachschwäche. Okay, und ich befürchte, dass wir das sogar verlieren würden. Weil eben Charm ist das... Charm ist die wichtige Attacke. Juwelenkraft oder so? Nö. Nö, nö, nö. Was haben wir hier? Was ist das? Nein. Ich meine, ja, ich hätte schon eine Attacke machen können oder auch nicht oder keine Ahnung. Hätte ich einfach vielleicht drin bleiben sollen, aber ich wusste gerade gar nicht, was habe ich eigentlich für Pokémon. Und ich wollte auf jeden Fall rausgehen. So. Ja, das ist nicht toll. Aber hat er wirklich Schmarotzer gemacht, ohne zu wissen, hey, Moment mal, das ist ja eigentlich gar nicht sehr effektiv. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder weiß ich nicht. So. Ja, ich meine...
Hilfe! Hilfe, liebe Leute von heute! Eieieiei. Das ist schon mal nicht so gut. Was habe ich da What? Ach komm, hör doch auf. Hä? Wer schildert hier? Wieso? Vor allem. Das macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Das macht man aber überhaupt nicht. Denkt ihr, eine Mondgewalt mit ein paar Sofortattacken wird besiegen? Boah, ich habe gerade große Probleme und der hat einfach Top 10 damit erreicht. Was ist das für ein Ding? Ein richtig seltsames Ding. Okay. Eigentlich sollten alle Attacken von dir keinen oder kaum Schaden verursachen. Ich weiß leider nicht, wer den Gleichstand gewinnt. Und ich meine, eine wird sowieso nicht besiegen. Oder? Ich werde dann noch eine brauchen. Befürchte ich. Ja. Ich kann schon verstehen, wieso manche mit Pulverschnee spielen. Je nachdem. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Autsch, what? Ja gut. Das war Schaden. Aber da stand überall nichts effektiv dran. Ich wünschte Effektivitäten, die wären irgendwie... Und von daher, wenn man sagt, vierfach Schwäche, oder dann müsste ich ja sagen, oh, Immunität bei Geist gegen Normal oder so. Aber das ist nicht immun. Und wenn da steht, nicht sehr effektiv, dann gewinnt ein Nein, gewinnt nicht. Ich hätte die Attacke machen können. Aber was wäre dann passiert? Dann wäre Mund hier reingekommen, hätte mich runtergefarmt mit 3 Sofortattacken oder mit einer. Ja, aber sowas gibt es ja nicht in Pokémon Go. Hat vielleicht... Also macht schon irgendwie Sinn, weil in Arenen beispielsweise die Leute, die sich nicht auskennen mit Typeffektivitäten, die würden ja hier komplett auseinandergenommen werden. Ja, genau! Genau dieses Teil hat Pulverschnee. Alle habe ich mit Charm erlebt. Dieses Teil hat Pulverschnee. Autsch. Hilfe, Leute. Das wird ein 0 zu 5, glaube ich. Ja, oder mit Kampf gegen Geist würde man dann keinen Schaden machen. Und die kann man, wenn die weniger WP haben, in der Arena immerhin noch ein bisschen runterfarmen. Irgendwie so. Ja, aber in der Go-Kampfliga würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass Effektivitäten... Wow! Ist Erdbeben nicht schwächer geworden? Dass Effektivitäten irgendwie ein bisschen mehr Unterschied machen würden. Weil ein Glurak kann einfach mit einem Schildvorteil die komplette Superliga auseinandernehmen. Völlig egal. Egal, ob da nicht so effektiv dran steht oder gar nicht effektiv. Ein Glurak nimmt alle auseinander hier. Nichts effektiv, der macht noch einen und ich bin eigentlich weg. Da schilde ich auch eine. Na und dann schauen wir, was passiert. Nein, das Team ist überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Also wenn ihr Top 10 erreichen wollt, ja, aber für mich ist es irgendwie persönlich nicht so. The Yellow from the Egg. Mondgewalt rein da und danach rüber abfangen werde ich nicht können, glaube ich. Oh yeah, Schilde rieche ich alles korrekt, komplett. Oh, das Ding? Das schaut mal nicht so komplett verkehrt aus, glaube ich. Wird er direkt auf die abschwächende Attacke, je nachdem welche er hat, gehen, oder baut er auf Erdbeben auf? Okay. Schauen wir mal, was da nun reinkommen wird für eine Attacke. Wir haben... Überraschung. Okay. Hätte ich eine Sofortattacke machen können. Ich dachte, er drückt direkt noch eine hinterher. So, einmal bin ich abgeschwächt. Und du bist Krypto. Vielleicht geht er nun auf Erdbeben. Alola Vulnona hat noch keine Energie ausgegeben. Er schwächt mich nochmal ab. Und... Ich werde nach der Attacke rübergehen. Das wird aber vermutlich riechen und auch machen, oder? So. Und eine Drachenroute kommt nicht mehr an.
Die kommt nicht mehr an. Oh ja, okay. Ich glaube, ich schilde. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hatte ich den Schlagbohrer ready? Nun kann ich auch auf Eishieb gehen, oder? Hatte ich den Schlagbohrer ready? Leute, bitte sagt mir, ob ich den Schlagbohrer hatte, aber da wird dich wohl auch ein Eishieb besiegen, oder? Ich hatte ihn. Okay. Okay, okay, okay. Ich hatte ihn und eine Dunkelklaue besiegt dich nun. Dann sollte ich hoffentlich gewonnen haben. Oh yeah. Dankeschön, dass es keinen Lag gab, denn sonst wäre es vielleicht ein Unentschieden geworden oder eine Niederlage. Wenn meine Dunkelklaue nach deiner Drachenroute ankommt, was eigentlich nicht möglich sein sollte, aber... Oh! Ach du meine Güte, ich darf nicht nochmal gewinnen. Habt ihr das gerade gesehen bei der Medaille? Wenn ich nochmal gewinne und dann habe ich vor allem noch ein Gengar-Outfit, ein teuflisches. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich würde echt gerne auf ein Feuer-Pokémon treffen, sage ich euch so, wie es ist. Aber ich meine, vielleicht weiß der Kasim ja, okay, alle Leute in den Top 100, da verwendet niemand ein Feuer-Pokémon. Weil da spielt eine andere Musik. Da verwenden die Leute teilweise echt, ja, ich weiß nicht, Kryptomagnetzone oder irgendwelche verrückten Pokémon. Okay, das ist schon mal eigentlich relativ gut für mich. Da hätte ich schneller reagieren sollen. Viel schneller hätte ich da reagieren sollen. Also viel, 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 viel schneller. Und ja, keine Ahnung, wie wir nun weitermachen. Keine Ahnung. So, ich tue so. Ich baue auf die Blitzkanone auf und ich tue so. Schauen wir mal. Vielleicht wird er auch gar nicht schilden. Okay, aber er schildert. Schade, mein Trick hat schon mal nicht geklappt. Nochmal werde ich nicht schilden. Eventuell kann ich Krypto-Sumpex auch irgendwie mit meinem eigenen Alola-Sandama loswerden. Boah, die wäre wichtig. Die wäre wichtig und richtig und die erreiche ich auch noch. Fatal wäre, wenn er schildet und runterfarmt. Und ich glaube, das kann er. Bitte macht es nicht. Bitte macht es nicht. Bitte macht es nicht. Er kann es. Ja, ich sehe es. Okay. So habe ich dich nicht eingeschätzt. Ich dachte, das wirst du echt machen. Ne? Das hättest du locker erreicht. Na gut. Wie mache ich weiter, Leute? Wie mache ich weiter? Heiter, weiter. Wie? Ich glaube... Ich gehe einfach in Alola Sandama rein. Denn der hat dann sowieso bestimmt eine Antwort. So, ich gehe... Autsch. Aber finde ich nicht schlimm. Weil mit Lehmschüssen kann mich... Sumpex nicht runterfarmen. Glaube ich. Ne, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ich hätte eventuell direkt vor dir schon drücken können. Habe ich überlegt, aber nicht getan. Denn das ist hier mein Plan. So. Das ist hier mein Plan. Ich gehe sowieso nur auf Schlagbohrer, da kann er nirgendwo abfangen. Also er kann abfangen, aber ich brauche sowieso... Okay. Ja, ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen. Wie viel Schaden macht es? 3, 4. Okay, okay, schauen wir mal. Also das besiegt auf jeden Fall. Eventuell wäre sogar der Eishieb auch schon... korrekt gewesen. Und wie viel Energie hattest du hier noch? Nö, nicht Schlagbohrer, oder? Komm, hör auf. Mach nicht diesen. Hör auf. Es ist wirklich Schlagbohrer. Und das, obwohl ich Sumpex davor vorne hatte gegen Elfun. Das war wirklich... Ja, da, wo gehe ich da rein? Da kommt einfach Alola Sandama und was soll ich tun? Wenn ich in mein eigenes gehe, dann verliere ich. Wenn ich in Registil gehe, dann verliere ich auch. Ich habe sogar den Schildvorteil holen können. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ich hätte gegen Squagler einfach die Energie ausgeben sollen, statt Schilden und runterfarmen. Ich glaube, das war mein Problem. Ja. Ich hatte bisher die Befürchtung, dass er mit mir auf einen Gleichstand
geht schon mit der anderen Attacke. Aber egal. So, okay, wichtig und richtig, wichtig und richtig. Aber Achtung, ich sehe jetzt schon, dass ich nicht dich nicht bestrafen kann. Mhm. Okay. Also, das ist auch nicht so effektiv. Gut Energie geholt. Na und nun? Machen wir den hier. Okay, okay. Ich meine, das sind wirklich momentan so Wechsel, wo man echt nicht direkt eine Bestrafung hat. Klar, könnte ich in beide reingehen, aber die schwächen mich dann ab und ja. Immerhin konnte ich mir einen ordentlichen Energievorteil holen. Uff. Der will auf Erdbeben. Der will auf Erdbeben aufbauen, aber ich will nicht schilden. Von daher mache ich das so und nun kann mich Meditalis komplett auseinandernehmen, hat dann Energie für Eishebe und wird dann in Elfun Eishebe reinlanden. 3, 4, 5 und die erreiche ich noch. Bei 7 ist er. Naja, nun haben wir den Vorteil wieder ausgeglichen, weil nun hat er auch ultra viel Energie. Da könnte ich schon fast auf Strauchler gehen, aber werde ich nicht. Also, wir warten noch, denn nur die Harten kommen in den Garten. Und dann drücke ich blind. Ja, moin, Meister. Und wieder Sandama. Und wieder verloren. Weil das hilft mir überhaupt nicht weiter. Das hilft mir wirklich über... Und ich kann nicht abfangen. Verzähle ich mich, oder? Das waren doch 5. Ich kann einfach nicht abfangen. Eieiei. Und Moment mal, hattest du Pulverschnee? War das Pulverschnee? Da wäre ich nicht so lange drin geblieben. War das Pulverschnee? Das war wirklich Pulverschnee. Entweder haben die Leute die Community der Attacke nicht, oder ist es wirklich vielleicht auch für manche cool. Okay, Meditalis hat leider die volle Energie. Und mit Pulverschnee, da wird Elfun ordentlich auseinandergenommen. Ich glaube, das hätte man auch gewinnen können, wenn man da schneller reagiert und so weiter. Okay, der Gegner gibt mir noch eine kleine Chance. Das hat es mir auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht. Aber gewinnen kann ich dennoch nicht. Ne, glaube ich. Ja, die ohne Pulverschnee eventuell, aber Krypto-Pulverschnee, ouch. Das tut echt weh. Das tut wirklich ordentlich weh. Er schildert auch hier, weil einfach die Pulverschnee mich auseinandernehmen. Das ist nicht gut. Wieso hast du hier Pulverschnee? Und dann besiegen mich die Konter einfach von Sofortattackendruck besiegt worden. Eieieiei. Aber ich musste hier ausgeben, weil... Ich überlebe nur noch einen Pulverschnee oder so. Na gut, wieder schauen und reingehauen. Ich meine. Wow! Yo, what? Das war gerade ein neutraler Strauchler, dann hätte ich undercharge'n können und dann hätte ich gewonnen. Ich dachte, das wird dich überhaupt nicht besiegen. Das war gerade ein neutraler Strauchler. Gegen Meditalis, hallo? Wieso hat er so viel Schaden gemacht? Dann hätte ich ja vielleicht sowieso nicht auf Mondgewalt drücken sollen oder müssen. Oh, das waren Kämpfe. Auf jeden Fall. Top 10 werde ich damit auf jeden Fall nicht erreichen, aber wir geben noch nicht auf. Wir machen hier noch ein Set, glaube ich. Na und hoffen mal auf ein bisschen mehr Glück. Na, dann muss man schneller wechseln. Aber wo geht man rein? Das ist so die Frage aller Fragen. Weil, ja, weiß nicht, Registil, da bin ich, da kann man, keine Ahnung, mit dem bin ich noch nicht so warm geworden. Gegen Alola Sandama kann ich nicht machen, okay. Die Führungen sind immer top, aber ich vermassle es dann mit dem Switch. Was ist das für ein Teil? Okay, dann wagen wir das mal so, aber auch nicht top eigentlich. Vor allem, wenn Registil einen Energievorteil hat. Wenn ich in mein eigenes Registil gehe, ja hier, nun muss ich entscheiden, schilden oder nicht schilden, Fokusstoß besiegt mich. Ich gewinne alle Führungen und dann einfach 4 und 5. Ich gewinne alle Führungen und kann aber nicht viel damit anfangen. Da bräuchte man eine andere Bestrafung irgendwie noch. Okay. Na rein, da ich glaube, ich hätte noch eine machen können, aber nur knapp. So eine Attacke hätte, eine Sofortattacke hätte ich noch machen können. Okay, er schildert auch.
Dann kann ich mir das aber holen, wenn ich noch einen Schild runtergehe. Aber wenn ich noch einen Schild runtergehe, dann kann er einen Eisstrahl in Elfun direkt machen. Also, ich mache noch 5. Ne, glaube ich. Oh, auf der anderen Seite. Wenn er nochmal schildet und ich hier nicht ködere, dann glaube ich, kann er sich das holen. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Bleibe ich hier drin? Weil eigentlich muss ich nicht drin bleiben. Und Legenden machen dann eher so Dinge, die erahnen schon, was ist das letzte Pokémon und gehen dann eventuell raus. Hier in dem Fall. Na, aber du bräuchtest eine Hydropumpe, wenn wir das mal so sehen. Und ich glaube, du hast doch eine und du wirst doch auf die Hydropumpe gehen. Schauen wir mal. Okay. Oh, komm schon, Hydropumpe, weil... Bitte Hydropumpe, komm schon, ich brauche ein Erfolgserlebnis. Bitte Hydropumpe. Ja! Ja, Simone die Kuh. Okay. Ich glaube, wenn ich mich nicht komplett doof anstelle, sollten wir hier gewinnen können. Komm schon. Na, komm schon. Oh yeah, und die Angriffssenkung. Okay, das Spiel will unbedingt, dass ich den Kampf noch gewinne. Das Spiel will aber wirklich, dass ich den Kampf noch gewinne. Doch die Frage... Oh! Obwohl, war das nur wegen der Senkung? Strauchler überlebst du vielleicht sowieso noch, aber hilft mir schon, glaube ich, gut weiter. Oh, what? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich würde das nie so einschätzen, dass das so viel Schaden macht. Elfun? Macht Elfun so viel Schaden oder ist Strauchler so stark oder wo sind wir hier? Das ist doch brutal. Also das mit Strauchler muss ich mir nochmal genauer ansehen. Das ist schon wirklich heftig. Das ist schon stabil. Dieser Strauchler-Schaden. Ich glaube, er kann nicht Hydropumpe und runterfarmen, oder? Nein, und Back-to-Back kannst du nicht. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Nein, Strauchler bin ich echt positiv überrascht. Ich meine, klar, Elfun ist ein Pflanzen-Pokémon. Hat den Same-Type-Attacker-Bonus und so weiter. Aber dennoch. Das ist schon wild. Und auch gegen Meditalis. Das hat die Hälfte an Schaden verursacht. Also die Hälfte von den KP. Die abgefangene Hydropumpe hat mir, glaube ich, den Kampf gewonnen. Das war... Da hatte ich echt Glück. Da hatte ich wirklich Glück. Hier, wir haben es. 6666. Hilfe. Was wird mir da heute passieren? Keine Ahnung. Ich hoffe, nichts Böses oder so. Denn momentan läuft. Ich bekomme einfach die Mondgewalt-Abschwächung. Na und ja, das geht schon in Ordnung dann. Und wir haben noch immer kein Feuer-Pokémon gesehen. Und ich meine, ja klar, wenn man einfach merkt, hier spielt niemand Feuer, dann kann man sich das erlauben. Elfun vorne wirklich top. Aber seht, wie ich es wieder vermassle. Okay, er bleibt drin. Okay. Elfun vorne echt stabil. Und mit Strauchler, ich bin auf den Schaden nun gespannt. Effektiver Schaden. Ja. Okay. Eisstrahl wird vermutlich genauso viel machen. Obwohl bisher die Blubber nicht effektiv waren. Na und Azumarill ist nicht vom Typ Eis. Das Ding ist einfach wild. Okay. Das Ding ist wirklich einfach nur... Ey, das ist das Team von vorhin? Das ist das Team von vorhin? Oder? Nee, glaube ich. So, und dann war noch Serpi Royal am Start. Der schildet direkt. Wenn er direkt schildet, das ist nun die Blitzkanone. Achtung, das calle ich. Heute läuft echt, jetzt läuft gerade gut. So, jetzt läuft gerade sehr gut. Er schildet die erste. Das ist ja wohl klar, er will dann auf die Angriffssenkung. Der baut auch noch richtig viel Energie auf. Ich hoffe, das hat sich gelohnt für dich. So, aber ich sollte vielleicht nicht frech werden, weil... Ja.
Ich sollte vielleicht nicht wirklich frech werden. Weil, inwiefern hilft mir das weiter? Nun kann, okay. War das schlau? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe drüben noch eine Attacke gebunkert und meine Abschwächung, die wurde wieder zurückgesetzt. So, hier muss man auf jeden Fall die Attacke machen, weil Strauchler wäre gegen beide Typen nicht sehr effektiv und hier immerhin nur gegen einen Typen. Ja, stabil. Stabil. Ich habe ja noch einen Schild. Ich habe noch einen Schild. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, das kann ich nicht mehr vermasseln. Wir haben noch einen Registil mit Energie. Aber dennoch. Ja. Schön. Schön. Da kannst du noch so viele Attacken machen. Ich habe entweder gegen dich einen Eisheap oder gegen drüben einen Schlagbohrer oder... Aber, oh, das Team war wirklich wieder so. Dieser Floranstelle von Serpi Royal. Okay, interessant. Das war wirklich interessant. Ich werde nun nicht irgendwie drücken oder so, dass ich versehentlich noch eine Attacke rüber transferiere. Ich habe schon safe gewonnen, indem ich mir einfach den Schild aufhebe. Auch wenn der Gegner den Gleichstand gewinnt. Ich habe einen Schild, dann schilde ich und ich drücke. Das werde ich nun einfach locker, flockig und sicher runterspielen. Der könnte sich hier 3000 Energie holen. Wenn ich mir den Schild aufhebe, dann geht das auf jeden Fall. Klar wie Kloßbrühe, klar wie ein Himmel ohne Wolken. Okay. Da waren schon ein paar Dinge dabei, wo ich mir denke, okay, das hätte ich auch viel schlechter spielen können. Das geht in Ordnung. Aber wirklich so, das sind immer wie Schablonen. Genauso das Team ist ja relativ ähnlich, so wie das im vorherigen Video. Und dann die Gegner da... Ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach wirklich, da muss man direkt aufgeben. Ich glaube einfach, da muss man direkt aufgeben. Mehr weiß ich nicht. Na, oder der Gegner gibt mir hier irgendwie die Gelegenheit, dass ich perfekt runterfarmen kann oder so und dann 1000 Energie habe, aber auf der anderen Seite, alle Attacken von Elfun sind gegen Feuer nicht sehr effektiv. Na und von daher, ja. Aber hier kann ich nun schon gut Energie holen, glaube ich, mit Elfun. Mal schauen, wie viel Schaden du verursachen wirst. Ja, aber ich mache nicht viel Sofortattackenschaden, also ich muss auf jeden Fall ausgeben. Ja, und dann gegen Alola Sandama. Beide Typen schwach gegen Feuer. Ich glaube wirklich, da kann man einfach direkt aufgeben. Wenn man ein Vulnona sieht, kann man direkt aufgeben. Sofort. Na, und ich gehe dann auch, glaube ich, naja, Moment, oder bleibe ich einfach drin? Bleibe ich einfach drin, weil hier der Sofortattackenschaden weniger ist. Kasim, was machst du mit mir? Was tust du hier für ein Team? Aber hier nicht so effektiv und schon im Gelben. Was soll das? Ich mag das nicht. Das ist nicht cool. Ich meine, gut, du warst ein Krypto-Pokémon, aber ich weiß nicht. Ich finde, mit einer nicht sehr effektiven Attacke sollte man nicht in den gelben Bereich kommen. Aber das ist vielleicht, bin vielleicht nur ich. Ja, der wird einfach nicht schilden. Der hebt sich Alola wohl nur noch auf und farmt dann einfach alle meine Pokémon runter. So und nicht anders wie der Thomas. Aber ich gebe nun nicht auf. Wir wagen hier noch. Mama, ja? Ja. Ich komme gleich. Aber ich habe gerade gar nicht mitbekommen. Was war denn im Kampf? Ich glaube, Schlurp hat Body Slam gemacht, oder? Habe ich nicht mitbekommen. Stand da gerade Hyperstrahl? Oder habe ich Hyperstrahl? Schlurp mit Hyperstrahl. Dankeschön. Nicht nur das. Ey, wirklich, Elfun.
Hyperstrahl? Da war einfach Hyperstrahl. Da war Hyperstrahl. Okay, gut. Dankeschön. Wie sehr... Okay, nun wird's aber langweilig. Das ist ja... Was ist denn da los? Hab ich schon wieder, bis ich muss. Echt. Ich schaue mir die Videos an. Also ich schaue die Videos nicht. Das wäre nicht möglich, so viel schauen. Aber ich schaue immer die Teams aus den Videos. Einfach nur schauen, so was haben die Leute. Das ging an mir vorbei. Was ist denn da los? Fühlt sich irgendwie an wie Season 1 wieder, oder? Ah, und ich labere gerade ein bisschen zu viel. Ich habe die Energie nicht mehr im Auge. Aber war das ein Gleichstand? Das wäre cool. So. Das ist echt Season 1. Wenn da noch hinten ein Altaria oder so wäre, dann... Dann wäre das wirklich genial. Also nicht genial, aber dann wäre das so wie früher. Finde ich lustig. Wie sich das gedreht hat. Mhm. Ich glaube... Ich kann hier ordentlich Energie gönnen, weil, ja, du benötigst die Hydropumpe. Nun hättest du sie. Soll ich drücken im Gleichstand? Ich glaube, ich drücke. Bitte im Gleichstand. Ah, schade, er drückt nochmal die Sofortattacke. Dann habe ich nun was hergeschenkt. Das mache ich wirklich ungerne. Aber vom Feeling her hat der Gegner dieses komplette XL-Pokémon. Aber komplett. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mal schauen wir mal. Gut, Knuddler, er hat gar keine Hydropumpe. Und nun drückt er mit schlechtem Timing und dann wäre es ein Gleichstand. Ey, wieso? Egal. Wir gehen rein mit Elfun. Und dann vermutlich sofort rüber. Okay, ich muss danach YouTube checken. Mit einem Schildvorteil, die Krypto-Variante. Soll ich die erste schilden, weil die am meisten Schaden macht? Oder einfach nicht schilden? Das ist irgendwie... Das ist... Ich glaube, das kann... Kann er vielleicht noch gewinnen. Ja, mit einem Schildvorteil auf jeden Fall. Nein, da habe ich garantiert irgendwas verpasst. Das kann auf jeden Fall noch gewinnen. Weil nun schilde ich dann die abgeschwächte Flora-Statue. Das ist so ein bisschen das Problem, aber ich glaube, ich schilde einfach gar nicht, weil ich... Azumarill hat nicht mehr viele KP und keine Energie mehr. So. Wie viel Energie holst du dir? Ey, komm schon! Ach, das mit dem Timing ist gerade wirklich nicht gut. Ich hätte hier vermutlich schilden müssen. Oh. Das mit dem Timing ist gerade wirklich nicht... Ich mach 7. Ich mach wirklich komplett 7. Okay. Oh yeah, er hat kein Niantic-Internet. Er hatte kein Niantic-Internet. Ich mach einfach komplett 7. Das habe ich so schlecht am Ende gespielt. Eigentlich habe ich komplett... Naja, nicht komplett Hardcounter. Aber uff. Er hat auf jeden Fall Back-to-Back. Ich kann nur auf einen Köder hoffen. Ich kann echt nur auf einen Köder hoffen. Er hat Back-to-Back und... Ich kann nur auf einen Köder hoffen. Oh ja, wieso machst du das? Du hattest doch 1000 Energie. Wieso tust du das? Aber ich danke dir. Ich danke dir echt dafür. Wir alle machen mal doofe Sachen. Na okay. Also bei den Zielschüssen, ich weiß nicht. Aber dann laggen die Sofortattacken so ein bisschen. Das finde ich echt schwer zu timen. Wie kann mir jemand die Flora... Ich hab so viel... Energie. Also, so viele Sofortattacken gegen Bisaflor gemacht, wo er dann abgefangen hat. Der hatte doch 100 Energie, wieso ködet man? Das wäre noch die einzige Möglichkeit gewesen, wie er verliert, oder? Finde ich genial, danke dir. Der wollte noch, dass ich gewinne. Der wollte echt noch, dass ich gewinne. Krypto Bisaflor mit einem Schildvorteil. Das war wild. Okay, nun bekommen wir aber die ordentliche Ladung ab. Keine Ahnung, wo ich da reingehe. Ja, das war's mal nicht, glaube ich. Das war mal nicht die richtige Wahl. Wäre ich da vielleicht mit Registeel ein bisschen besser dran gewesen. Aber ich wollte dich nicht direkt hart bestrafen, ich habe so das Gefühl. Oh, das ist mal guter Schaden. Das war mal echt guter Schaden, aber nun habe ich einfach wenig Farm. Für Alarm.
Im Darm. Ja. Ja. Und ich glaube, ich werde nicht shielden, aber... Registeel kann da nicht wirklich gewinnen, glaube ich. Wenn man einen Kampf so vorbereitet, dann kann Registeel das nicht machen. Ne, überhaupt nicht. Ne, gar nicht. Komplett und so weiter. Ein paar KP mehr bräuchte ich hier noch, dass ich farmen kann. Nachdem du nun so sehr abgeschwächt bist. Vielleicht gibst du ja deinen Wechsel auf. Nein, tust du nicht. Ich gehe sofort rüber. Mal schauen, was passiert. Hypno. Okay. Na komm, wir kämpfen fertig. Wir kämpfen fertig. Machen wir und schauen wir mal. Hat er Feuerschlag? Dann glaube ich, kann ich aufgeben. Er hat Feuerschlag. Wieso auch nicht? Ich bin auf 100 Energie. Er hat Feuerschlag. Vielleicht, wenn ich den ersten schon geschildert hätte und nun die Abschwächungen kommen. Nein, kommen sowieso nicht. Die kommen nicht und die tun nicht und die wollen nicht. Dann vielleicht schilden wir doch. Schauen wir mal. Das war schon mal doof, dass ich auf 100 Energie gegangen bin. Das war wirklich uncool. Aber Hypno habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hypno habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen hier. Gut. Na, oh ja, nochmal nicht. 66% Chance. Wieder schauen und reingehauen. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Wer braucht schon diese nervigen Abschwächungen? Die nerven immer komplett, finde ich. Von daher. Hypno sagt, wieder schauen, reingehauen. Ich will heute keine Abschwächung haben. Vielen Dank. Und dann frage ich mich, wohin genau sind die Abschwächungen verschwunden? Das wüsste ich gerne. Aber für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.